Herzlich willkommen, liebe Trompetenfreunde, auf meinem YouTube-Kanal Trumpet Academy. Wir werden uns dieses Mal mit der Trompetenschule von James Stamp befassen. Diese Schule, die es schon seit über 40 Jahren gibt, ist eigentlich im Laufe der Jahre immer nur beliebter und bekannter geworden. Wichtig ist, dass man, wenn diese Schule von Nutzen sein möchte, dass man ganz genau weiß, wie man die Übungen spielen sollte und was mit den Übungen gemeint ist. Es sind keine Übungen, die man so gedankenlos, unverbindlich runterspielt. Dann bringen sie überhaupt nichts. Sie verlangen eine große Konzentration und wie gesagt, man muss ganz genau wissen, was mit den Übungen gemeint ist. Eigentlich, diese Schule von James Stamp geht eigentlich nur um Effizienz. Die Übungen sind dazu gedacht, eine größere Effizienz zu entwickeln. Und diese Effizienz ermöglicht es uns, einen optimalen Klang zu finden, eine bessere Ausdauer zu finden und auch gibt es uns größere Entwicklungsmöglichkeiten für die hohe Lage. Meine Idee ist, mehreren Videos über diese Trompetenschule zu machen. Und dieses erste Video ist eigentlich so ein Einführungsvideo, wo ich die Hauptthemen und die Grundspielregeln von der James Stamp Schule mal näher erklären möchte. Eine sehr wichtige Regel in der James Stamp Schule ist, wie er das öfters gesagt hat, das Pitch Center. Das ist das Klangzentrum. Das ist der Platz, der Sweet Spot mal sozusagen, wo der Klang am besten ist, wo der Klang die größte Resonanz hat und auch wo die Intonation am besten ist. Und dieses Pitch Center, ja, dieses Klangzentrum war immer in Stamps Unterricht ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, dass wir versuchen sollten, jeden Ton optimal möglich im Zentrum zu spielen. Klangmäßig und intonationsmäßig. Intonation ist auch ein sehr wichtiger Aspekt in Stamps Unterricht. Wir sehen überall in der Schule, sehen wir Fermaten auf die höchsten Töne, weil das ist immer der heikle Ton. Der ist sehr oft zu tief und wenn man eine Fermate auf diesen höchsten Ton spielt, wird das die Intonation wesentlich verbessern. Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Atmung, die Luft. Stamp hat immer gesagt, wir sollen mit einem stabilen und gleichmäßigen Luftstrom spielen. Einen Luftstrom, der immer geradeaus geht. Und diese Bemerkung habe ich in früheren Videos auch schon gemacht. Wir fangen mal an mit dem Lip Buzzing und damit ist gemeint das Summen ohne Mundstück, ohne Instrument. Also ich weiß, dass es ziemlich viele Blechbläser gibt, die sich da sehr schwer tun. Und es ist auch keine absolute Voraussetzung, dass man das wirklich machen muss. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, wählt euch irgendwie einen bequemen Ton in einem bequemen Register aus und versucht dann irgendeinen Ton zu buzzen. Ja, das kann oder irgendeinen Ton dazwischen. Wenn das gelingt, versucht ihr kleine Tonleiter zu spielen, zum Beispiel. Wichtig ist beim Lip Buzzing, dass es hier eine gute Stabilität gibt. Hier die Mundwinkel, das gibt die Stabilität im Spiel, auch nachher auf dem Mundstück und auf der Trompete. Diese Stabilität ist sehr wichtig. Nur dann kann es hier in der Mitte geschmeidig, locker und frei sein und können die Schwingungen auch irgendwie gut zustande kommen. Also immer darauf konzentrieren, dass es hier eine gute Stabilität hat. Die Luft geht nur nach vorne, nicht laut spielen, aber trotzdem sehr aktiv. Versucht kleine Tonleiter und dann immer etwas höher hinauf. Also zum Beispiel, ich kann auf dem C unten anfangen.
so weiter. Wenn das gut gelingt, kann ich eine Quinte spielen, über eine Quinte spielen. Also und so weiter. Der erste Ton, der Anstoß, mache ich immer mit einem Bu-Anstoß, also keinen normalen Zungenanstoß, aber einen Bu-Anstoß. Das gibt mir eine bessere Anfangsposition, wo die Lippen schneller anfangen zu schwingen. Das Buzzen auf dem Mundstück sollte folgendermaßen passieren. Die Haltung. Nur mit zwei Fingern das Mundstück halten, am besten in der linken Hand, damit so wenig wie möglich Druck ausgeübt wird auf den Lippen. Immer sehr gut auf die Intonation achten und die Luft geht ganz stabil und gleichmäßig nach vorne. Versucht zu vermeiden, dass ihr jeden Ton einzeln nachschiebt. Also, das ist völlig falsch, das solltet ihr vermeiden. Versucht sehr gleichmäßig und stabil die Luft nach vorne zu blasen. Also, eine bequeme Lautstärke, die Luft sollte aktiv fließen, aber ohne zu laut zu spielen. Und wie gesagt, Intonation ist sehr wichtig. In der Schule stehen dann Fermaten auf die höchsten Töne. Also, die Fermaten sind dazu gedacht, dass man die Intonation optimal kontrollieren und wenn nötig korrigieren kann. Also immer sehr aufmerksam zuhören, ob die Intonation stimmt. Immer darauf achten, dass jeder Ton im Zentrum gespielt wird. Optimale Intonation und einen optimalen Klang für jeden Ton. Und vor allem die Ecktöne, der Anfangston und der höchste Ton, immer sehr aufmerksam zuhören, ob die Intonation stimmt. Man kann dann das Gleiche auf der Trompete wiederholen. Die nächste Übung ist die berühmte Übung 3 aus der Stamp-Schule. Und ich möchte das mal sehr gerne die Stamp-Hymne nennen. Ich möchte dazu mal kurz etwas erklären, weshalb die Übung so ist, wie sie ist. Stamp hat, wie viele anderen seiner Kollegen in der damaligen Zeit, sehr viel aus der Schlossberg-Schule unterrichtet. Schlossberg war vor 50, 60 Jahren war eigentlich fast die einzige Schule, die sich hauptsächlich mit fundamentalen Sachen, mit Basics beschäftigt hat. Und Stamp hat, wie gesagt, sehr intensiv aus dieser Schule unterrichtet. Es gibt in dieser Schule eine sehr einfache Einspielübung folgendermaßen. Und
hat gehört, dass sehr oft den Ton hinunter schon gebogen wird, bevor man die Bindung hinunter macht. Also viele seiner Studenten haben folgendermaßen gespielt. Ja, wie ihr hört, drücke ich den Ton, lasse ich den Ton fallen, bevor ich die Bindung mache. Und das ist eine schlechte Angewohnheit. Und da hat Stem gedacht, die Schüler gehen alle zu früh runter. Was kann ich da machen, damit das vermeidet wird? Und dann hat er diesen einen Ton hinauf gedacht, dieses ja, statt gibt es jetzt. Also den Ton, den man hinaufgeht, verhindert eigentlich, dass wir zu schnell runtergehen. Und daher kommt eigentlich diese Übung. Wenn wir diese Übung spielen, auch wie die anderen Übungen, Intonation ist sehr wichtig. Auch wenn wir auf dem Mundstück spielen, immer die Töne so gerade wie möglich spielen. Es gibt in der Stem-Schule auch dieses Zeichen. Ja? Das heißt, dass man den Ton so lange wie möglich halten muss und der Übergang zum nächsten Ton so spät wie möglich machen soll. Also, auf dem Mundstück ist das folgendermaßen. Ich versuche zu vermeiden, dass ich zu viele Glissandi spiele. Was nicht gut wäre, ist, wenn ich so spiele. Diese Glissandi sind nicht gut, denn man findet nie irgendwie das richtige Pitch Center. Man findet nie das gute Klangzentrum. Also immer einen schnellen Übergang zum nächsten Ton, aber ohne diese Töne nachzuschieben. Also nicht. Das ist nicht gut. Luft gleichmäßig und stabil, aber die Übergänge spät und schnell. Wenn wir das auf der Trompete machen, sollten wir das gleichermaßen machen. Immer späte und schnelle Übergänge. Achtet immer sehr auf die Intonation. Luft sehr stabil und gleichmäßig und die Übergänge spät und schnell. Das sind sehr wichtige Aspekte in der Stem-Schule. Stem hat öfters gesagt, dass die Aufmerksamkeit auf die kleinen Details letztendlich den großen Unterschied machen. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass man die Übungen aus der Stem-Schule nicht gedankenlos, unverbindlich einfach runterspielen sollte. Ganz unkonzentriert. Das bringt überhaupt nichts. Konzentration war Stem sehr wichtig. Und nicht nur mentale Konzentration, aber auch die Konzentration in jedem Klang, dass jeder Ton so optimal wie möglich ist. Das ist sehr wichtig, dieses Pitch Center, denn das gibt Effizienz und Effizienz, darum geht es eigentlich in der Stem-Schule. Das war's mal für heute. Das nächste Mal werde ich weiter erklären über Pedaltöne, die Biegetöne in Stem-Schule, noch weiter erklärt, wie man auf dem Mundstück spielen kann und Buzzing. Wie gesagt, es ist wirklich wichtig, dass man ganz genau weiß, wie man die Übungen spielen soll. Sonst bringt es überhaupt nichts. Bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund.